Es gibt so Filme, da gucke ich den Trailer, gucke auf das Thema und denke mir so, oh, hoppala, das ist ja gar nicht meins. Dann passiert es aber, dass ich da irgendwie pflichtbewusst in diesen Film reingehe und hinterher denke, wow. So passiert in Tar. Ich finde, vergesst bitte den Trailer, der gibt jetzt kein wirkliches Gespür für den Film. Es bleibt künstlerisch, aber anders. Tar, einer der großen Favoriten auf den Oscar und eine weitere Wahnsinnsdarbietung von Cate Blanchett. Mehr dazu jetzt, ab dem 2. März heißt es dann im Kino. Tar, da! Willkommen in der Filmfabrik. Lydia Tar ist vieles. Ihre Karriere als Dirigentin begann Tar mit dem Cleveland Orchestra, beim Chicago Symphony Orchestra, beim Boston Symphony Orchestra, bis sie hier bei uns ankam, beim New York Philharmonic. Selten habe ich in einem Film gesessen und weniger kapiert. Da wird mit Begriffen der klassischen Musik um sich geschmissen, mein lieber Scholli, noch eins. Es geht um Fachbegriffe, es geht um KomponistInnen, um stilprägende Ereignisse und Errungenschaften, um Instrumente und irgendwelche Positionen in so Orchestern. Ich bin einfach froh gewesen, wenn zwischendrin mal der Name Beethoven fällt, weil da wusste ich, ach, von dem habe ich immerhin schon mal ein Gemälde im Louvre gesehen. 2013 berief Berlin Lydia Tar zur Chefdirigentin und seitdem ist sie dort tätig. Lydia Tar komponiert auch für die Bühne und den Film. Sie ist eine der 15 sogenannten EGOTs, eine jener, die alle 4 wichtigen Auszeichnungen der Entertainment-Branche gewonnen haben. Schön, dass Sie da sind, Maestro. Danke. Apropos Gemälde, auch in diesem Film geht es um Mahler, um Gustav Mahler. Seine 5. Sinfonie ist ungefähr so das Letzte, was Dirigentin und Komponistin Lydia Tar noch fehlt. Sie gehört zu den Größten ihrer Zeit. Emmy, Grammy, Oscar, Tony, also ein EGOT-Status, alles gewonnen. Hat mit den größten Orchestern der Welt gespielt und sie dirigiert, die bedeutendsten Werke inszeniert und gespielt. Jetzt steht sie kurz vor ihrem nächsten Meilenstein. Sie könnte der erste Mensch überhaupt werden, der jemals diesen kompletten Mahler-Zyklus aufgenommen hat. Wie klappt's denn mit dem Schreiben? Nicht so gut. So, und jetzt mögt ihr denken, hör, das juckt doch meine tote Katze nicht, geh mir weg damit. Trailer ist grausam, halt, stopp. Nein, für mich hat genau diese fremde Welt im Kino eine komplette Faszination ausgelöst. Da zu sitzen, 8/9 der Begriffe einfach nicht zu kapieren und trotzdem in diese Geschichte gesaugt zu werden. Und das hat wirklich mehrere Gründe. Der erste sehr gute Grund ist Cate Blanchett, der zweite Regisseur Todd Field. Und beide zusammen sind vermutlich das große, starke Pfund des Films. Todd hat das Drehbuch geschrieben und dabei nur an Cate Blanchett gedacht. Das merkt man. Und die Rolle legt sich dann wie so ein Deckmantel um Cate Blanchett dann auch herum, wenn man das Endergebnis sieht. Ihre Figur, eine bemerkenswerte Frau, die es zu richtig was gebracht hat. Sie ist eine belesene, moderne, angesehene Grande Dame, eine Meisterin ihres Fachs, aber dann auf der anderen Seite auch eine ziemlich biestige Bestie und eiskalt berechnende Ego-Fuckerin. Wir lassen uns in keine Intrige verwickeln. Ich mache mir Sorgen. Sie zieht sich immer mehr in sich zurück. Und selbst wenn es thematisch ja erstmal wirkt, als würden wir hier so irgendwo ins frühe 20. Jahrhundert nochmal durchgekaut, nein, Tar ist modern. Es spielt nach der Pandemie, es geht um Diversität, um die Akzeptanz von Sexualität, es geht um Machtmissbrauch, es geht um das Ausspielen von Positionen und die große Lydia Tar wird eben schnell in dieser Geschichte quasi zu einer Persona non grata. Eine Heldinnenreise mit Abbiegung zur Antagonistin. Das wird sehr früh im Film klar, aber diese Reise in den Wahnsinn, die mitzugehen, das war schon groß und hat mich wirklich beeindruckt. Wollen Sie beim Maskenspiel mitmachen, dienen Sie erstmal dem Komponisten. Unterwerfen Sie sich ihm. Ihr Ego, ja? Ihre Identität. Es gibt wirklich so viele Filme, die mich aufgrund des Themas einfach erstmal sehr zügig verlieren. Tar wäre genau einer dieser Filme gewesen, bei dem ich es erwartet hätte. Und trotzdem bleibe ich über die kompletten fast 160 Minuten dabei. Und das, obwohl er auch relativ unorientiert ist. Ganz oft steht da einfach so eine Kamera irgendwie beim Mittagessen dabei. Ne? Wir gucken da zwei Leuten zu, wie sie essen und reden. Teilweise auch sehr überheblich reden über Sachen, die ich nicht verstehe. Und trotzdem gucke ich das und finde das gut. Das ist ja völlig verrückt. Das alleine
sagen wir mal so, in den ersten 30 Minuten gerade mal 3 Szenen dabei sind. Auch das ist verrückt. Wenig bis kaum Schnitt, inhaltlich, aber der Deep Dive und immer in der Mitte eine alles überstrahlende Cate Blanchett. Sie müssen im Endeffekt vor dem Publikum und Gott stehen und sich selbst zerstören. Ich war mir vor dem Film ziemlich sicher, dass Michelle Yeoh den Oscar gewinnen wird für ihre Rolle in Everything, Everywhere, All at Once. Das darf sie auch gerne, freue ich mich drüber. Nach Tar muss ich aber tatsächlich sagen, die schauspielerisch stärkste Leistung, die bei den Nominierten abgegeben wurde, die hat Cate Blanchett abgeliefert. Was Tar zwischendurch eben auch versucht, die Cancel Culture in sich so ein bisschen auffliegen zu lassen. Lydia Tarr hat sicherlich genug auf dem Kerbholz, um heute klassisch gecancelt zu werden, aber da hebt der Film in irgendwie merkwürdiger Weise den Zeigefinger und wirkt viel belehrender, als er vielleicht sollte oder auch als er müsste. Darauf muss man aber eigentlich gar nicht so genau gucken, weil es zwar mitschwebt, aber nie jetzt wirklich zum Hauptthema wird. Tar ist eben auch die Reise eines Genies. Und da wissen wir seit dem Sprichwort, dass die Grenze zum Wahnsinn sehr nah dran liegt. Und wenn ich hier immer so selbstverständlich von Lydia Tarr spreche, diese Figur ist komplett fiktiv. Tom Field hat sie erfunden. Und das finde ich eben auch so was Krasses. Diese ganze Geschichte wirkt so authentisch, so biografisch, dass es wirklich auch da verrückt ist, dass Tar erfunden ist. Klar. An einigen Punkten kommt dieser sehr aufgeblasene Ballon auch zum Platzen und es verlässt so die Ebene der Authentizität. Aber dass man im Film durchaus das Gefühl bekommt, das hier ist ein Porträt, das hat eben wieder zwei Gründe und die kennt ihr. Top Field und Cate Blanchett. Und damit haben wir im Prinzip wieder die Klammer geschlossen zum Anfang. Ich empfehle euch Tar wirklich einfach mal als Experiment. Die meisten von euch werden vielleicht ein bisschen wenig verstehen, man fühlt sich immer wieder ziemlich dumm und doch, wenn ihr euch darauf einlasst, dann kann das ein so spannendes Drama werden. Ja gut, oder ihr findet es halt voll Oberscheiße. Das kann ja auch passieren. Tar ab dem 2. März in den Kinos. Ich bin sehr gespannt, was er bei den Oscars machen wird. Ich bin sehr gespannt, wie der hier in Deutschland in den Kinos so ankommt. Es ist was Besonderes, aber wie gesagt, als Experiment, traut euch mal rein. Mir hat's Bock gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut, bleibt gesund. Tschö und Peace.